Hallo von Frau Zeppan und mir. Frau Zeppan leitet die Abteilung Gesundheit und Pflege. Ich hoffe, das war richtig, Frau Zeppan, beim AOK Bundesverband und ich beim AWO Bundesverband die Abteilung Gesundheit, Alter und Behinderung. Und Frau Zeppan und ich sind beide seit Jahren schon mit dem Thema Pflegebedürftigkeitsbegriff befasst und durften auch im Rahmen des Beirats nach Paragraph 18c zur Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs mitwirken, beziehungsweise auch diverse Unterarbeitsgruppen dort leiten zu den pflegerischen Aufgaben, zur Umsetzung im Rahmen einer Roadmap, als jetzt auch zum Thema Vertragsgestaltung nach dem Pflegebedürftigkeitsbegriff. Und wir wollen Ihnen heute beide eine kurze Einführung geben, bevor dann die Kollegen Adenauer und Gack, ebenfalls Mitglieder der Arbeitsgruppe, dann eher sozusagen den praktischen Teil vortragen werden. Wir haben unseren Beitrag überschrieben als Landesrahmenverträge, als Meilenstein für die Umsetzung des geltenden Pflegeverständnisses. Ja, um nochmal zu sagen, dass wir hier eben doch mit einer wichtigen Voraussetzung zu tun haben, aber es natürlich noch andere Bereiche gibt und das hoffe ich, können wir Ihnen in unserem kurzen Beitrag näher bringen. Um zu zeigen, in welchen Handlungsfeldern wir es mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff zu tun haben, haben wir das versucht, grafisch darzustellen. Und uns ist wichtig zu sagen, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff eben nicht nur ein Leistungszugangsinstrument im Rahmen der Pflegeversicherung ist, sondern was das Neue daran ist, dass wir hier es jetzt mit einem fachwissenschaftlich fundierten Pflegeverständnis haben, was vielleicht neu in der Pflegeversicherung vor 2 Jahren war, aber natürlich nicht unbedingt im pflegefachlichen Sinne neu ist, sondern dass hier eigentlich eher sozusagen der Zugang zueinander gefunden wurde, um das zu harmonisieren. Herr Dr. Beringer sprach schon vom Perspektivwechsel, der damit einhergeht, dass der pflegebedürftige Mensch eben stärker mit seinen Bedürfnissen und Bedarfen im Mittelpunkt stehen soll, dass wir von der Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung kommen wollen und vor allen Dingen eben stärker auf die Bewältigung der Folgen von Krankheit und funktionellen Beeinträchtigungen, Entschuldigung, schauen wollen und vom reinen Verrichtungsbezug, gerade wie wir das in Rahmenverträgen und anderen Verträgen häufig haben, wegkommen wollen, um das Augenmerk auf die Problemlösung im Sinne der pflegebedürftigen Menschen und auch der Angehörigen und Zugehörigen den Blick lenken wollen. Und da geht es eben insbesondere um den Erhalt und die Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, die Stärkung der Pflege- und Selbstpflegekompetenzen und um die Stabilisierung der Versorgungssituation. Und das betrifft eben alle Bereiche, wie Sie auch im Rahmen der Präambel zu der Beschreibung pflegerischer Aufgaben nach dem Pflegebedürftigkeitsbegriff beschrieben worden. Und da geht es von Klärungs- und Unterstützungsbedarfen bei pflegenden Angehörigen, bei Pflegebedürftigen, über die fachliche Konzeption von Einrichtungen und Diensten, einschließlich deren Arbeitsorganisation, um die Weiterentwicklung der Kompetenzen beruflich Pflegender, bis hin eben zu den Verträgen und der Qualitätssicherung. Und heute soll es aber eben genau um diesen letzten Bereich gehen, nämlich um die Beschreibung von Leistungsinhalten in Vereinbarungen. Aus verschiedenen Quellen, aus der schon erwähnten Evaluation, aus Rückmeldung aus der Praxis, ist klar geworden, dass das Pflegeverständnis beim Pflegebedürftigen eben noch nicht im wünschenswerten Maße so auch praktisch ankommt, dass die Pflegefachpersonen selber noch das Gefühl haben, ihre Fachlichkeit nur eingeschränkt entfalten zu können unter den Rahmenbedingungen, dass die Organisationsentwicklung in Richtung Umsetzung des Pflegeverständnisses doch schwer vorankommt, sicherlich aus verschiedenen Gründen. Unter anderem natürlich auch schon erwähnt, jetzt in den letzten 2 Jahren ja schon fast eine Pandemiebedingung. Aber auch der Verrichtungsbezug ist noch nicht so richtig verdrängt durch den Problemlösungsansatz. Und das dauert natürlich, das haben wir im Rahmen der Arbeitsgruppen auch gemerkt, wie man selber ja auch in bestimmten Denken der letzten Jahre und Jahrzehnte noch verhaftet ist und sich selber auch immer wieder ermahnen muss, sozusagen diesen Perspektiv- und Blickwinkel zu ändern.
Auch die Personenzentrierung ist unter den gegebenen Bedingungen nur eingeschränkt umsetzbar. Es gab Unterstützungsbitten aus der Praxis, jedoch bei der Umsetzung, insbesondere in den Rahmenverträgen nach Paragraph 75, Hilfestellung zu leisten. Und nicht zuletzt gab es auch hinsichtlich der Rahmenverträge Hinweise aus der Pilotierung der neuen QPR ambulant, gesagt wird, dieses Verständnis, aber was auch dort transportiert wird und dem Pflegebedürftigkeitsbegriff und seinem Pflegeverständnis entspricht, unter den jetzigen Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich ist. Und an dieser Stelle dann auch noch kurz der Hinweis, dass genau das auch im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege in den verschiedenen Themenfeldern verankert ist, und somit auch einem gewissen Monitoring unterzogen wird. Denn hier werden regelmäßig eben Berichte verfasst, wie der Stand der Vereinbarung aus der konzertierten Aktion ist. Und Frau Zeppern, ich übergebe jetzt an Sie. Vielen Dank, Herr Böhlecke. Auch von mir einen schönen guten Tag an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich würde jetzt einsteigen in die Expertengruppe. Wir haben uns mit insgesamt 15 Personen zusammengesetzt, aus der Wissenschaft, Recht. Das waren auch Pflegeexperten dabei aus der Praxis und Vertragsverhandler, zusammengesetzt mit dem Ziel, eben die Inhalte pflegerischer Aufgaben zu beschreiben als Ausgangsbasis für die Rahmenverträge. Diese Gruppe, sehr überschaubar, aber auch sehr fruchtbar, hat den Auftrag gehabt, eben diese Empfehlungen zu schreiben, einen Textvorschlag für die Rahmenvertragspartner ambulant zu machen. Wir haben uns auf ambulant deshalb erstmal verständigt, weil hier der Druck am größten schien. Herr Böhlecke hat es ja in seinem Beitrag gelistet. Die Qualitätsprüfung QPR ambulant hatte da eben auch in der Pilotierung Herausforderungen, weil der Rahmenvertrag noch nicht ausreichend angepasst ist. Wir haben 2/3 ungefähr der Pflegeleistungsempfänger sind in ambulanten Settings und davon sind ja auch ungefähr 25% insgesamt eben auch im Sachleistungsbezug. Also da schien uns die Schnittstelle am größten und die Herausforderung auch deshalb, weil im ambulanten Bereich wir ja mit 2 unterschiedlichen Kostenträgern zu tun haben, nämlich mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung. Und insofern da nochmal besondere Herausforderungen waren in der Beschreibung und Abgrenzung pflegerischer Inhalte. Was wir auch mit in den Blick genommen haben, waren eben gesetzliche Hürden zu definieren oder zu identifizieren, so muss man es eigentlich sagen, die eben auch eine Umsetzung in der Praxis erschwert haben. Und wir haben dann angefangen, erstmal die Rahmenverträge, die bisher schon geschlossen wurden, seit 2017, uns anzusehen, sowohl vollstationär als auch ambulant, haben dann gesehen, dass oftmals eine formale Anpassung stattgefunden hat. Wir haben auch Hinweise gefunden, dass versucht wurde, nach dem Ordnungsprinzip des Pflegeverständnisses, also die 6 relevanten Lebensbereiche mit Mobilität, Selbstversorgung, kognitive, kommunikative Fähigkeiten etc., das darunter zu gliedern. Aber wir haben eben auch gesehen, dass die erweiterten pflegerischen Hilfen, die eben auch über die teil- oder vollkompensatorischen Leistungen hinausgehen, eben nicht immer ausreichend beschrieben wurden. Darf ich eine Folie weiter bitten, Herr Böhlecke? So, und wir haben einen Entwurf vorgelegt. Eine Textierung eben der Inhalte pflegerischer Aufgaben und was für ein Pflegeverständnis steckt dahinter. Die Kollegen Gack und Adenauer werden das ja dann noch detailliert ausführen. Aber wichtig war für uns, und es war relativ schnell erfolgte das, dass wir ein Ordnungsprinzip festgelegt haben. Und zwar ist es das Ordnungsprinzip, das Sie auch wiedererkennen aus dem Begutachtungsinstrument aus den 6 relevanten Lebensbereichen. Wir haben davon abgesehen, Einzelleistungen oder Verrichtungen pflegerischer Art aufzulisten, sondern vielmehr war es uns wichtig, nochmal die pflegerische Hilfen von der Art her zu beschreiben, eben auch die Aufgaben und Versorgungsziele in den relevanten Lebensbereichen eben auch zu skizzieren. Und dabei sind wir eben
nochmal in der Klassifizierung vorgegangen, wie das auch Professor Wingenfeld und Professor Büscher in ihrer Expertise, Strukturierung und Beschreibung pflegerischer Aufgaben gemacht hat. Wir haben unterschieden in bereichsübergreifenden Aufgaben. Das sind professionelle Leistungen von Pflege, die eben nicht einer bestimmten Aktivität oder einem bestimmten Lebensbereich zugeordnet werden kann. Da klassischerweise die Beobachtung, Pflegeprozesssteuerung und wir haben Aufgabe und Ziele dann beschrieben für die jeweiligen spezifischen Lebensbereiche, Mobilität, kognitive, kommunikative Herausforderungen etc. Und eben sonstige Aufgaben, dahinter verbergen sich dann die Aufrechterhaltung oder Hilfen zur Aufrechterhaltung einer sicheren Versorgungsumgebung und was eben auch nochmal ein Auftrag ist, die Sterbebegleitung danach abzubilden. Wichtig ist nochmal, was ist eigentlich der relevante Unterschied? Wir haben versucht, deutlicher herauszuarbeiten, dass Leistungen auch flexibel erbracht werden können, auch zeitlich begrenzt sein können und eben insbesondere das erweiterte Hilfespektrum auch nochmal unter artpflegerischer Hilfen beschrieben. Da werden die Kollegen Gack und Adeneuer auch noch mal drauf eingehen. Was wir aber nicht gemacht haben, und das ist, glaube ich, noch mal wichtig, wir haben keine Aussagen darüber getroffen, welche Profession in der Pflege welche Tätigkeiten übernimmt, mit Ausnahme in den bereichsübergreifenden Aufgaben. Die Pflegeprozesssteuerung ist ja auch eine Vorbehaltsaufgabe nach dem Pflegeberufegesetz und dementsprechend ist das hier auch vermerkt in der Beschreibung pflegerischer Inhalte. Wir haben auch keine Aussagen getroffen zur Vergütungssystematik, auch wenn man da zugeben muss, dass es innerhalb der Gruppe eine Präferenz gab, dass bestimmte Vergütungssystematiken eben auch besser funktionieren. Und wir haben auch keine Hinweise gegeben auf nachfolgende Regelungen, die das Vertragsregime funktionsfähig machen. Also die Frage zum Beispiel, was sind dann die abrechnungsbegründenden Unterlagen? Ja, wenn man über andere Wege geht, die nicht in einer, ich sage jetzt mal, Detailliste von pflegerischen Hilfen abgebildet sind. Diese Empfehlungen sind Empfehlungen, sie sind nicht gesetzlich oder verbind, also nicht gesetz, weder gesetzlich noch untergesetzlich verbindlich, aber sie sind eben auch eine konzertierte Expertenmeinung. Das heißt, wir haben ja sowohl von der Wissenschaft Unterstützung gehabt in dieser Gruppe. Wir haben von den Vertragsverhandlern beidseitig Unterstützung gehabt mit Herrn Gack und Herrn Adeneuer. Wir haben aus der rechtlichen Expertise sowohl die Brille der Leistungserbringer als auch die Brille der Kassen mit eingebunden. Wir haben die Praxis mit dabei gehabt, also Einrichtungsvertreter, die auch berichtet haben, wo hakt es denn im Rahmenvertrag, dass eben in der Praxis das Pflegeverständnis, die Edukationsprogramme zum Beispiel, was ja auch ein gutes Abbild dafür ist, für das Pflegeverständnis, dass es nicht funktioniert. Und wir haben eben an der Stelle unser Ziel gehabt, jetzt nicht die Vertragsverhandlungen zu ersetzen in den Ländern, sondern eine Hilfestellung zu geben. Und da bitte die nächste Folie. Wir haben unsere Arbeiten abgeschlossen im Mai 2021. Herr Böhlecke hat ja berichtet, es war eine Vereinbarung aus der konzertierten Aktion Pflege, auch die Rahmenverträge nach dem Pflegeverständnis auszurichten. Das war ja eine Vereinbarung aus 2019. Das BMG führt regelmäßig ein Monitoring über diese Aktivitäten und die Vereinbarung, ob sie eingelöst wurden. Hier wurde auch im zweiten Bericht, Monitoringbericht zur konzertierten Aktion Pflege, die Arbeit der Expertengruppe aufgenommen. Also insofern ist es zumindest seitens der CAP-Verantwortlichen auch nochmal einen unterstützenden Hinweis, dass das ein Weg ist, den man jetzt gehen kann in den Rahmenverträgen, um das Pflegeverständnis an der Stelle auch in eine gute Grundlage haben, zu haben, um das Pflegeverständnis in der Praxis abzubilden.